bin gerade auf dem Weg zum Anfängerdorf, denn ich habe den Auftragsmord erledigt und möchte nun natürlich meine Belohnung abholen. Allerdings könnte das hier ein bisschen schwierig werden, denn ich habe für meine AK nur 28 Schuss oder 25. Was eindeutig zu wenig ist für dieses Gebiet, denn hier gibt es einige Mutanten. Deshalb werde ich einmal hier rüberlaufen und schauen, ob der junge Kollege da oben ein bisschen Munition hat. Denn ansonsten könnte das sehr schwierig werden. Ja, Waffen hat er schon mal. Das ist ja schon mal was. Ich muss auch eine neue Rüstung holen. Hier. Habe ich auch nur noch 11 Schuss. Ja, der kauft das alles hier. Ich sollte auch rübergehen zum Jäger. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Okay, das hätten wir. Und hier haben wir jetzt 89. Das ist schon besser. Wenigstens rüber bis zum Jäger. Und dann verkaufe ich ihm das Fleisch. Ist das da der normale Typ? Das sind die. Da haben wir einen Hund. Da haben wir mehrere Hunde. Gott, da sind noch mehr Hunde. Den haben wir. Ja, lauf mal in die Anomalie. Komm, komm, komm. Sind die Zombies auch nicht zu unterschätzen. Wenn man sie im Blick hat, geht's aber eigentlich. Muss ich nur halbwegs schnell dahin. Oh, da liegt ein Artefakt. Unbeschadet durch. Sollte klappen, oder? Komm, gib Gas. Ja, sehr gut. So, dann holen wir uns ein bisschen Kohle und schaffen ein bisschen Platz im Rucksack. Und dann geht's weiter. Hier, mein Freund, schau mal, was ich für dich habe. Hohoho, 15.000. Gar nicht schlecht. Essensmäßig, ah, hier hat er ja noch mehr. Nochmal 3.000, ja, ordentlich. Genügt das essensmäßig? Ja, obwohl doch dreimal das. Gerade was der beste Weg ist. Ich kann mal hier lang gehen. Ja.
Und dann würde ich sagen, geht's direkt nach Yant... Mist. Yantar, um mit dem Wissenschaftler zu sprechen, denn der besorgt uns ja dann den Schutzhelm. Ich höre Zombies. Oh, oh. Besser als nichts. No, privet. Danke für deine Hilfe. Was hat er denn dabei? Ach, die geben gar kein Fleisch, oder was? Was ist das denn? Small Survival Kit. Marihuana. Sieht ganz gut aus soweit. Kommt man da nicht da hinten durch irgendwo? Ich bin der Meinung, da ist so ein Tunneldurchgang. Doch, genau. Wo geht's denn hier hin? Agroraum, da muss ich danach hin. Denn darüber geht's dann hier oben nach Yantar. Sehr gut. Yay, yay. Irgendwo ein Artefakt. Oh, sieht das fies aus. Nee, nee, nee. Das spare ich mir mal lieber. Mir war aber eigentlich... Das wollte ich sagen. So, als wäre da immer ein Artef... Ah. So, oder? Sehr gut. Ist da Strahlung drauf? Oh, fantastischer Zustand. Sehr schön. So, jetzt kann ich die Artefakte natürlich im Anfängerdorf verkaufen. Der kauft sie. Aber der Wissenschaftler auch, also der ist da, ich kann nicht genau sagen, wie da die Preisunterschiede sind, aber ist eigentlich schon ein Versuch wert. Naja gut, so viel wiegen die nicht. Ich wollte sagen, erstmal hier jetzt vergleichen im Anfängerdorf und dann zum Wissenschaftler und gucken. Problem ist, wenn der Wissenschaftler dann weniger zahlt, dann stehe ich da, aber gut, also die paar Rubel sollen jetzt auch keinen Unterschied machen, finde ich. Ich müsste auch nochmal auf die Farm, denn ich habe ein paar Ersatzteile dabei. Die kann ich da beim Techniker verkaufen.
Ja, und dann muss ich hier aufrüsten. Condition 42. Bevor ich da jetzt anfange, viel Geld für eine Reparatur auszugeben, kaufe ich eine neue Rüstung. Die werde ich so oder so brauchen. Und dann im nächsten Schritt... Oh nein. Oh nein. Im nächsten Schritt wird es dann vielleicht ein neues Gewehr. Ist ja auch ein Durchgang, ich glaube nicht, ne? Oh nein! Jungs, wir brauchen Unterstützung hier. Ja, sehr gut. Das nimmt jetzt aber ordentlich zu hier. Gerade mit diesen, die habe ich sonst... Ich glaube, in Anomaly habe ich die 2-3 Mal gesehen. Und hier sieht's ja, was hier los ist. Aber wenn die da bleiben und ich hier in Ruhe gelassen werde, dann... Natürlich schlecht jetzt. Hat er den erwischt? Ja. Nee, er rennt noch. Boah. Speichern wir mal kurz. Ah, jetzt ist meine Gesundheits... Das hatte ich schon mal, diesen Bug. Unten links seht ihr, gesundheitsmäßig ist jetzt alles rot. Das ist mit dem nächsten Mal schlafen oder Level wechseln oder so, ist das dann weg, aber das ist schon lästig. So, Freundchen, guck mal. Ja. Guck mal hier. Den ganzen Scheiß hier kannst du haben. Will er nicht haben. Ja, hier und da tauchen natürlich immer mal wieder Bugs auf. Das sind dann eben Sachen, die... nicht so super dramatisch sind. Ich finde, das mit dem mit der Gesundheitsanzeige ist jetzt schon, naja, ist schon problematisch so ein bisschen, aber sowas wie Quality of Life Sachen, wie die Shift-Taste gedrückt halten und dann einfach nur über die Artikel rüberfahren und dann verkauft er sie automatisch. Kleinigkeiten, aber man merkt es dann eben doch. Ich glaube, der gibt mir aber weniger. Das gibt natürlich ordentlich Kohle hier, ne? Ich mach das jetzt mal. Hier, deshalb muss ich das jetzt so machen. 10.000, sehr gern. Peace. 15 Uhr, das ist eine ganz gute Zeit. Ins Anfängerdorf, dann schlafen. Und dann... ist dieser Bug hoffentlich behoben. Oh Gott. Ich höre Hunde. Ah, er ist mit denen beschäftigt. Im Grunde könnte ich einfach loslaufen. Ich sag nicht, warum er da jetzt rausgerannt ist, ehrlich gesagt. Aber gut. KI. Da steht er. Viel Glück. So, weiter geht's. Oh Gott. Ja. Eieiei. Nee. Das mache ich so nicht.
Oh, ist das heftig geworden. Was haben wir da? Okay, den können wir jetzt auch noch erwischen. Ja, bekämpft euch mal kurz. Da hinten ist auch noch was los. Oh Gott. Nee, so voll habe ich es hier noch nicht erlebt. Vor allem nicht nur Hunde oder so, sondern die Großen. Da haben wir noch einen Banditen. Der steht dahinter irgendwo. Da ist er. Ah, den könnte ich gerade noch vorbei. Wenn die da in dem Bereich bleiben, dann... Oh Gott. Dann ist das okay, aber... Sobald die hier rüberziehen... Da habe ich wirklich keine Chance. Und ich will jetzt eigentlich auch ungern meine Munition hier verballern. Ich könnte im hohen Bogen darüber. Ich würde die natürlich gern looten, die ich hier gerade erledigt habe. Und dann hier kurz vor dem Gebiet hinter der Haltestelle da rein. Ausgesetzt. Ich schaffe das. Wieso gibt es auch hier eigentlich keine Abkürzung? Komme ich hier irgendwie rüber? Komme ich. Schön, dass wir es im Blick halten. Der müsste hier drüben irgendwo liegen. Da ist er. Sehr gut. Das ist schon praktisch, kann man nicht sagen. Stück Hund, glaube ich. Wo war denn der andere Typ? Einer war auf der Straße. Waren das nur die beiden? Weg hier. Ich sehe leider die Ausdaueranzeige auch nicht, aber eigentlich müsste die ein bisschen halten. Oh Gott. Was ist das denn? Ach, das ist so ein normaler Schweinetyp, ne?
Artefakt. Komm her. Komm, komm, zieh mal deine Waffe. Das war knapp. Ja, die Anomalien, die sind schon echt praktisch. Also wenn die da reinlaufen können, die Mutanten und so, das hilft manchmal. Auch wenn es nur einer ist oder so, aber einer weniger ist schon mal was. Ja, die sind mir einfach zu schnell und zu unberechenbar, was die Wege angeht und so. Und die Hunde sind auch noch so lauch, so super schmal und... Nicht mein Fall. So, mein Freund. The job is done. 8000 Yes und Stash. Так, что интересует? Ja, sehr schön. Hier, der gibt schon mal mehr. Achso, was haben wir denn für Funktionen? Melee Damage. Kannst du haben, kannst du haben. Sehr gut, was ist das denn hier? Ja, komm. Muss ich nicht mit mir rumschleppen? Zum Jäger komme ich jetzt nicht nochmal. Also kriegt er das. So, was haben wir? 75.000. Da sollte doch was drin sein. Also. Ballistic Resistance ist 6% und dann Radiation 4. 24? Und auch nur 4. Rapture Impact Explosive. So, das ist dann doch eher für Schießereien. Radiation 3. Radiation 6. Sprinting is possible. Das ist das, was ich jetzt trage, nur eine bessere Version, bin ich der Meinung. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ja. Kilo. 11, aber hier bekomme ich nochmal Weight Carried 15 und hier sind es 10. Ah, ich Hunger. So, Militärpatch kommt ab. Sehr schön. Maximales Tragegewicht ist 96,9 jetzt. Ja, und hier ist halt die Frage, kauft er das noch? Ich glaube nicht. Schade. Baue ich das auseinander? Okay, ein bisschen besser geschützt. Das ist ja schon mal was. Und, ...16 Uhr, das heißt, jetzt hau ich mich hin. Warte mal, warte mal, warte mal. 23 Schuss. Ja, viel zu wenig.
nicht. Okay. Fehlt eigentlich nicht mehr. Рассказывай давай. Sind die ganzen Militärjungs hier aus diesem kleinen Stützpunkt? Oder Kontrollpunkt, besser gesagt. Das werde ich bei Gelegenheit auch mal angehen, weil ich glaube, hier gibt es ordentlich was zu looten. Es sind immer so 10, 12 Soldaten. Das kann sehr frustrierend sein. Wirklich beim ersten Versuch, den ich habe, glaube ich, habe den off-camera gemacht bei Anomaly. Das geht schon recht schnell schief, weil das wirklich viele sind und man hat nur die Bäume als Verdeckung. Und man will natürlich auch nicht zu nah ran, weil es doch recht verwinkelt ist alles. Aber ich habe bestimmt 7, 8 Versuche gebraucht. Ich sehe leider immer noch nicht meine Gesundheitsanzeige. Das Sichtfeld ist auch völlig überzogen. Ist das jetzt gerade... Oh Gott. Ist das schon die ganze Zeit so? Nee. Das ist doch erst seit jetzt, oder? Boah, da kriege ich ja Augenschmerzen. Boah, wie 120... Das habe ich auf jeden Fall nicht eingestellt. Sorry, wenn das die ganze Zeit so war. Mir ist das nicht aufgefallen, erst jetzt gerade eben. Gut aus. Das kann man auch nicht unterschätzen. Hier oben ist auch eine Anomalie. Ich glaube, wenn man direkt drunter läuft, kriegt man ordentlich was ab. Das ist auch, wenn man es weiß, schwer zu erkennen, finde ich.
So, warte mal, bin ich jetzt müde genug? Das kann ich, ich weiß gar nicht, was hier. Zwei Striche oder ein Strich? Das Symbol ist noch nicht da, auf jeden Fall. Ich will jetzt aber nicht nochmal zur Farm und gucken, denn auch wenn die direkt hier ist, zieh es jetzt durch. In Agroprom ist ebenfalls... Ist das der richtige Weg? Ja, oder? Ach nee, aus Garbage geht's dahin. Schauen wir mal, ob das jetzt reicht, um die Gesundheitsanzeige wieder darzustellen. Denn das ist schon hinderlich. Ja, ihr seht es ab und zu. Ist schwierig. Wie ärgerlich das ist. Load Game. Ja, es ist tatsächlich so früh. 21 kann ich nicht machen. Nee. Ich gehe zur Farben und dann muss ich eben so lange warten, bis ich müde bin. Ansonsten nehme ich Schlaftabletten. Habe ich welche dabei? Sache, sehr gut. Dann machen wir es eben so. Ab und zu gibt es so Hänger. Am häufigsten hat es tatsächlich mit dem Gesundheitsbalken zu tun, irgendwie, dass das dann nicht mehr so zu sehen ist wie jetzt gerade. Und damit kommen dann viele andere Sachen. Daran sieht man ja, wie sehr diese Mods irgendwie zusammenhängen. Also es ist nicht einfach nur 335 Mods, die da mal so eben laufen, sondern das eine hängt irgendwie am anderen und wenn man Pech hat, kommt es dann halt eben zu so einem Fehler. Aber mein Gott. Das kann man hier wirklich niemandem zum Vorwurf machen, bei der Menge an... Also ich meine, so sehen Spiele heutzutage fast nicht aus, ne? Wenn ich mir so das Licht anschaue und so. Wahnsinn. Gebt den Leuten, die das gemacht haben, mehr Macht. Привет, брат. Gebt denen ein bisschen Geld. Und lass die machen. Ja, die sind leider ein bisschen zu kaputt hier. Welche Munition für? Sehr gut. Schauen, ob es reicht. Nope. Schauen wir mal. Nope. Dann machen wir es anders. Ja, mach mal an, bitte. Sehr gut, vielen Dank. Quick Save. Dann laden wir das einmal. Ich hoffe, dass es das dann behebt. Ansonsten muss die Folge hier enden. Dann war das eben eine kurze Folge mit so ein bisschen hier und da was, aber das müsste jetzt eigentlich helfen. Ich möchte wenigstens noch zum Wissenschaftler. So, da sind wir wieder. Sehr schön. Dann kann es jetzt losgehen.
Ich höre was. Ah, jetzt bin ich selbst, okay. Du kriegst gleich was zu essen, ganz ruhig. Ganz ruhig. Aber ich versuche auch immer daran zu denken, dann die Taschenlampe, die Kopflampe auszumachen, bevor ich einen Levelwechsel vornehme, weil ich halt hier auch Angst habe, dass dann ein Bug kommt und plötzlich geht das Licht gar nicht mehr oder die Batterie ist dann komplett leer oder irgendwie sowas. Da habe ich noch nicht genug Erfahrung mit der Gamma, dass ich sagen könnte, ja, da passiert schon nichts. Denn glücklicherweise sind die Sachen bugmäßig, die ich bisher getroffen habe, Kleinigkeiten, die behebbar sind, mit einmal speichern, dann neu laden und so weiter. Wenn da jetzt irgendwas Game-Breaking-mäßiges kommt, dann könnte es echt problematisch werden. Man kann zwar im Mod-Manager alles irgendwie quasi fixen und sagen, lad alles nochmal runter oder so, aber ich weiß nicht, ob ich da nochmal durchgehen würde. So sehr ich dieses Spiel liebe, aber wahrscheinlich würde ich dann doch eher einmal komplett alles löschen. Auch einfach, um so ein bisschen Überblick auf meiner Festplatte zu bekommen, wie viel Anomaly und Gamma da eigentlich installiert ist. Weil ich natürlich von Anomaly durch die Nutzung von selbst installierten Mods beim ersten Durchlauf mehrere Kopien gemacht habe. Basic und so weiter. Und da ist es allmählich schwierig zu sagen, was womit zusammenhängt und da, deshalb will ich nicht einfach irgendwas löschen. Da ist nichts, ne? Das ist einfach nur so. Was ist denn jetzt mit dem FOV? Oh Gott. Ah, ihr seht's ja, also ich war hier nicht dran und es springt hin und her. Hab auch jetzt, gerade heute, als ich es angemacht habe, habe ich gemerkt, wie langsam das lädt. Also irgendwas scheint hier nicht ganz sauber zu laufen. Aber gut, mit einer langen Ladezeit kann ich eigentlich leben. Muss ich mal kurz schauen, führt das da irgendwo hin? Hier schlafen? Nee. So, jetzt noch Agroprom überleben.
bis zum anderen Ende, glaube ich. Hinten, wo dieser giftige Sumpf ist. Dieser kleine Teich. Und dann nach Yantar mit dem Wissenschaftler sprechen. Und dann sollte eigentlich für die nächste Folge alles gesetzt sein. Und dann, glaube ich, lassen wir für ein paar Folgen das Anfängerdorf und so ein bisschen zurück. Und machen ein paar Schritte vorwärts. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich muss irgendwas für ihn erledigen. Und dann dauert es 2 Tage oder so. Und dann hat er den Helm fertig. Aber auch der kostet mich ein bisschen Kohle, bin ich der Meinung. Nichts. Reizvoll. Sehr reizvoll auf jeden Fall. Ich muss da oben hin. Da, Yantar. Und da ist der Typi. Ich bin eigentlich nicht so derjenige, der so Koordinaten vom Versteck hat und dann extra dahin reist, um zu gucken. Oh Gott. Richtig. Um zu gucken, was in diesem Versteck ist. Aber wenn ich jetzt schon mal da bin und das so schön grün leuchtet. Aber jetzt sehe ich das Ding da gerade. Machbar, aber hier ist ein Zaun, so wie es aussieht. Das ist direkt am Zaun. Und das Gebiet muss ich natürlich dann auch irgendwie umgehen. Das ist der Stützpunkt. Aber da könnte ich möglicherweise hier irgendwie hoch und dann da lang. Kurz schauen. Erster Ausgang. What? Ach hier. Auf der Minimap ist es auch zu sehen. Es ist da oben auf dem Hügel scheinbar. Da, jetzt sieht man es. Hier ist nichts. Sehe ich was nicht? Dahinter. Ah, jetzt sehe ich es. Leider alles so ein bisschen kaputt. Basic Tools gar nicht verkehrt. Da haben wir es. Find Basic Tools for Mangoon oder Xenotech.
Das ist Zustand 26 ist Quatsch, aber Silencer. Field Strip. Dann haben wir das wenigstens. Kann ich das auseinanderbauen? Unload geht nicht. Okay. Schade. Sehr schön. Also, eine Nebenquest abgeschlossen. Das Versteck abgeschlossen. Die Nebenquest natürlich erst, wenn ich die Tools dann auch zu den jeweiligen Leuten bringe. Aber jetzt haben wir es schon mal. Ich überlege gerade, wo ist denn Mangun? Das ist der auf der Farm, glaube ich, ne? Xenotech. Mal eben schauen hier. Das könnte klappen, wobei da hinten sieht es nicht so freundlich aus. Einmal quer rüber. Ah, das Ding. Ich höre ihn. Bin ich denn überhaupt? Ah ja, hier einmal. Da. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller hier, oder? So und dann so. Ich probiere es mal da lang. Gespeichert habe ich hier gerade. Nee, ich glaube, ich gehe einmal quer durch hier, oder? Hier sind doch nur Freunde. Ja. Тебе чего, сталкер? Hier oben gibt es immer noch die Mission mit dem Laptop. Leider habe ich ihn nicht gefunden. Bei Gelegenheit mache ich das dann nochmal und dann können wir nochmal gemeinsam schauen, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass ich da alles abgesucht habe. Aber gut, gerade eben beim Versteck habe ich es auch nicht sofort gesehen. Also ich schließe nicht aus, dass ich da nicht richtig geguckt habe, aber ich dachte mir, so ein 15 Quadratmeter Raum kann man eigentlich ganz gut überblicken.
Das ist jetzt schlecht. Und rechts habe ich auch noch einen Mutanten. Vor dem könnte ich safe sein. Komm, gib mal Gas. Doch, es ist nicht so ein Langarm-Otto dabei. Die sind verdammt schnell. Sehr gut, sehr gut. Oh, das sieht gut aus. Oh, ey. Das sieht fantastisch aus. Es ist doch... Ich schaue jetzt mal kurz. Ne, ist auf 100, okay. Ich muss kurz ein Bild machen, Leute. Tut mir leid. Da müssen wir jetzt alle durch. Ich glaube, ihr kriegt das gar nicht mit. Aber leider ist die Ingame-Funktion, einen Screenshot zu machen, die funktioniert leider nicht mehr bei mir. Das heißt, ich kann einen Screenshot machen, aber das speichert dann ein komplett schwarzes Bild. Wenn jemand von euch weiß, was das zu bedeuten hat, dann bitte immer gerne her damit. Aber ich konnte da keine Lösung finden. Aber hier ist das Licht fantastisch. Doch, sollte gehen. Das ist die Seite. Oh, da ist so ein Langarm-Otto. Ich gehe mal lieber hier rein. Ah, wie gut das bitte aussieht. Unfassbar. So, hier haben wir eine Werkbank. Ist das nicht Mangun? Nee. Das ist Peregrine. Ciao. Ciao. Das alles hier, mein Freund, für dich. Das spende ich dir, weil du nichts hast. Ah ja, verstehe. Nee, jetzt habe ich das gerade. Na, egal. Dieser Anzug hat keinen Slot hier für Dings. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das Sichtfeld wieder extrem weiter geworden ist nach dem letzten Laden. Aber das ist es nicht. Ich weiß nicht, was hier los ist. Guten Tag, der Herr. Sie kennen mich noch nicht. Hör mal zu. Da ist der Helm. Incomplete Hardware für 20.000 jetzt sofort. Can speed up the calibration progress. We would require us to use more funds for you to wait. 30.000. Habe ich gerade nicht. Der schützt am besten vor der Strahlung bisher, ne? Und vor Verbrennung.
Ja, ich habe nur 6000. Das heißt, an der Stelle würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Dann machen wir beim nächsten Mal ein paar Aufträge vielleicht von ihm, um dann ihm einen Auftrag zu geben, den Helm zu machen, liebe Leute. Ja, leider ein bisschen buggy diesmal, aber das bleibt halt leider nicht aus. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit Stalker Gamma, liebe Leute. Bis dahin. Ciao.